Du gibst ja Seminare oder du hilfst Menschen dabei, eine Marke, eine Brand zu werden. Wenn wir Marcel heute mal nehmen. Junger Typ, hat es geschafft, aus seinem Namen eine echte Marke zu machen. Inzwischen nicht mehr nur mit Immobilien. Er vertreibt Schuhe, Sonnenbrillen. Was sind so seine Dinge, die er richtig gemacht hat? Er hat verdammt viel richtig gemacht, deswegen spricht er auch demnächst bei mir auf dem Seminar. Also Marcel verkörpert natürlich in seiner Persönlichkeit eine echte Marke. Er hat es von Anfang an verstanden, auch solche Menschen wie hier jetzt heute Abend sind, um sich zu versammeln und so sich in ein Klientel zu begeben, was eben auch vermögend ist, was eben auch dieses Markenbild in sich trägt. Und das hat er sehr gut, damit hat er sich sehr gut transportiert. Und das ist ein Ziel für viele Menschen da draußen, über dieses Markenbild für Vertrauen zu sorgen. Und das hat er für hervorragend gemacht. Für mich einer der besten jungen Unternehmer Europas. Oh, das wird ihn sicher sehr freuen. Du hast da gerade gemeint, er hat eines getan, er hat eine sehr glaubhafte Marke aufgebaut. Ist das wichtig, dass man glaubwürdig bleibt? Naja, das ist das A und O. Eine Marke, wir kennen das von Apple oder wie auch immer diese Marken, diese großen Marken haben, die haben eine unwahrscheinliche authentische Art, also eine Glaubhaftigkeit. Das ist das auch, was Einzelne, also Selbstständige tun können. Sie können eben mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrer eigenen Person sehr glaubhaft auftreten, authentisch sein. Und das ist im Grunde das Einfachste. Wenn da nicht so eine kleinere innere Stimme wäre, die sagt, ah, tu doch mal so, tu doch mal das und dich dann vom Kurs eben abbringt.